Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu 7 Days to Die in Alpha 17 und Tag 18 zu dritt mit den Helden. Die drei von der Tanke sind wieder da, der Aldi und der Patrick und ich. Servus. Howdy. Servus. Ja. Tag 18 heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis der nächste Wahnsinn kommt und wir wollen heute einen schönen Standort für eine eigene Basis finden. Richtig. Sind wir ja alle drei mobil. Genau. Der Mofa Alte ist auch am Start. Der Moped. Der Moped Alte. Der verdammte Rocker hier. Aber ich habe keinen Zugriff übrigens auf den Koop, gell? Auf was? Auf den Kofferraum. Ja, okay, sorry. Hast nur du, ne? Ja, weil ich das Bike gesetzt habe. Mein Fehler. So, dann baut es doch mal ab. Und setz es selber. Dann müsstest du den Zugriff haben. Kann ich abbauen. Kannst du nicht abbauen? Okay. Muss den Schraubenschlüssel reparieren, habe ich. Abschließen, fahren. Pass auf, ich schmeiß das Zeug hier mal rein. In den Grill. Ah. Das ist aber auch ein bisschen blöd, oder? In der Spielmechanik. Also das war doch früher viel einfacher. Gemacht, ja. Immer interessanter. Ja, das war früher viel einfacher. Also was sie sich dabei gedacht haben. Naja. Da muss ich alles verstehen. Ja, jetzt habe ich die Spur. Wunderbar. Gut. Hast du jetzt den Sprit eigentlich verloren? Oder? Der war, ja, den 400 oder was? Nein, ich meine die 100, die drin waren. Hast du 400 im Kofferraum? Ja. Setz dich mal drauf. Hast du jetzt noch Sprit? Ja. Gut, dann hat er es nicht verloren, okay. Wo ist denn dieser scheiß Kofferraum? Storage. Öffnen oder was? Nee. Storage. Ach ja, der Sack. 1000 Zeichen an diesem Mistding dran. Einfach nur der Sack. Selber Sack. Der Sack mit dem Dollar drauf. Was bist du? Du hast ja mal die Geldscheine in den Augen. Ja. Wer hat von uns immer die Kohlen? Also, ja, wir wollten los. Wo ist denn der Österreicher? Weiß ich nicht. Wo springt der schon wieder rum? Überall und nirgends. Ja. Wo wollten wir jetzt hin? In den Süden? Oder in den Osten? Du wolltest in den Osten, Aldi. Na, ich trenne mich nicht von euch. Patrick? Das ist genau. Übrigens hier mit dem Fahren, das ist genauso zu lenken wie mit dem Bike, ne? Also mit der Maus? Ja. Okay. Naja, oh mein Gott. Braucht man eigentlich zum Reparieren von dem Fahrrad? Wahrscheinlich ein Repair-Kit. Also, wo waren wir hin, Männer? Im Süden. Süden, gut. Auf geht's. Du hast eine andere Hupe, oder? Nee, ist die gleiche, okay. Klingt nur anders, wenn man einmal nur drauf drückt. Ja. Das ist wirklich nur ein Moped, Aldi. Mhm. Ja, da bist du mit dem Bike. Aber bis halt die Ausdauer weg ist, ne, und dann... Dann lachst du wieder. Boah. Also das mit den Straßen haben sie auch nicht schön gemacht. Ja, in den Dingern. Da kommt ein bisschen Ace drin sein. Vorsicht, du hast einen Geier. Ja. Alter, der fährt einen hier über den Haufen. Wer fährt hier wen über den Haufen? Irgendjemand schießt hier. Geier ist immer noch hinter mir. Ja, halt, komm mal zu mir zurück, Aldi. Deswegen habe ich ja geschossen. Zu mir! Sehr schön. Zum Glück habe ich den Geier getroffen. Nicht den alten von seinem Moped geholt.
Ja, was ist denn das hier Schönes? Ah je, das sind wahrscheinlich bloß die nächsten Geier. Komm, wir wollten einen Standort suchen, also wir sollen nach Süden jetzt hier. Wir fahren weiter. Ja, wir fahren jetzt weiter. Mitten durch die Walachei. Da ist die Wüste hier, schau mal. Die Wüste lebt. Oh, ein Händler! Cool. Ein Händler. Na, was so ein Ausflug doch mit sich bringt. So. Trader Troll. Der nächste Trader Troll. Ich muss Mission annehmen hier. Ja. Mit kleinen Foto machen, ja. Sehr gut. Bei jedem so. Scheiß, was mit den Ralf was zieht, wird ja auch Prozent. Was meinst du mit dem Radl? Entschuldigung. Ich hab gesagt, über jeden Scheiß, wo es drüber fährst, zieht es da gleich ein Prozent ab. Jo. Ja. Das ist mit dem Minibike genau das gleiche. Well, howdy do, friend. Hey, Trader Bob, du alte Lusche. Was hast du Schönes für uns? Und der verkauft Repair Kits für 370 Tacken. Respekt. Respekt, ja. Mhm. Eine Hunting-Rifle, ja. 5 für 6000 Steine, wow. Ein Zementmixer, ah, oh, das freut. Mm. Der hat auch keine Säure. Ich hab nicht so eine Biene gefunden. Was hier drin? Das kann ja gar nicht sein. Oder da, du turnst draußen wieder rum, ne? Natürlich. Okay, hier gibt's eine Workbench, die funktioniert. Ein bisschen Aloe Vera. Da tust du gut dran, ja. Da ist nichts. Nee. Wanderhorde von Südosten. Jo. Sehr schön. Wo ist Südosten da drüben? Was für eine? Ah, bloß ein paar Spinner, okay. Sabalot. Oh, das klingt nach Geier. Jo, Geier über uns. Der kreist aber nur. Der schaut nur dumm. Und jetzt ist er kaputt. Im Sturzflug habe ich ihn weggemacht. Schon cool. Beängstigend, beängstigend. Irgendwas stimmt mit dem Spiel nicht. Irgendwas stimmt nicht, der Haubi trifft plötzlich was, ja. Kann gar nicht sein. Oh Gott, aus 5 Meter trifft er nicht. Jetzt passt das Spiel. Jetzt ist alles wieder gut. Das war eine vorübergehende Anomalie. Ein Wurmloch, das den Haubi treffen ließ. Ja. Hey, wer bist du und was hast du mit unserem Haubi gemacht? Ganz komischer Wurm war das. Sehr merkwürdig, euer Merkwürden. Was liegt hier? Crossbow Bolt, sammelt mal einen ganzen Scheiß hier eine, ganz ehrlich. Sieh mal einer, ich hab keine Crossbow benutzt. So, der Patrick wieder. Das war erst ein Pfeil. Jo. Iron Crossbow Bolt. Na gut. Okay, so, dann machen wir mal. Autos mal auseinandernehmen. Alter, das ist so laut hier. Oh, was gedroppt? Jo. Was hat er gedroppt? Oh,
200 Jetons, 2 Bier und eine Gartenhacke. Nehmen wir mal mit, ne? Hacke verkaufe ich gleich. Da liegt ein Eisenpfeil. Ja, so, was, wer hat denn den da hingeschossen? Hm. So, gleich verkauft der Ding. Alter, verkauft wieder alles. Klar. Ja, ja, okay. Nur zu, hast du recht. Ich hoffe, wir schon mal da sind. Ne? Tier zusammen. Nehmen wir mal mit. Hast du eine Mission mitgenommen? Ja, vor uns einfach mal. In der Nähe oder? 1,2. Okay. Wo, Lisse? Süden, Osten, Norden? Grünland. Westen. West, Nordwest. Okay. Okay. Das ist in der Nähe von unserer Post. Okay, also kann man mal. Ja. Kann man ja aufheben. Ja. Ja. Kommen wir weiter? Ja, können wir. Wegen mir können wir weiter. Patrick? Ja. Alles klar, packen wir es, oder? So, weiter nach Süden. Aua. Das war der scheiß Kaktus. Soll ich auf euch warten, oder? Ja, doch. Soll ich auf euch warten, meinst du wohl? Mir ist wieder so warm. Scheiß Wüste. Hast du keinen roten Tee mitgenommen? Nee. Das habe ich vergessen, mal wieder. Ich auch. Einen Kaffee habe ich dabei, aber keinen roten Tee. Bloß der Kaffee wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Ein Wildschwein! Nimm mit. Ja, ein paar Zombies sind auch da. Moment. Ich bin auch da. Zack. Oh, die hat einen schönen Salto gemacht. Hast du das gesehen? Ja, wunderbar. Oh. Ja, aber das Ding gleich mal mit hier, jawohl. Schön gemetzelt. So, wie warm ist mir? 40 Grad, bäh. Alter, ja, Fall, ist auch nicht besser. Um, voll nicht. Da hinten ist auch eine Stadt. Ja, aber ist das nicht die Stadt, wo wir schon mal so lustige Erfahrungen gemacht haben? Nee, das ist neu. Alles Osten, Moment, ne? Nee, ist alles neu, kennen wir nicht hier. Nee. Komm, wir müssen aus der scheiß Wüste rauskommen. Ja. Oh, Patrick! Der Wind bleibt mich echt langsamer, ey. Was ist? Wenn ich sage, mit dem Minibike bin ich echt langsamer. Die scheiß Wüste hier, sehr übel. Gar nicht auf. Da hinten sind viele Bäume. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich schau da mal hin.
Das sind eigentlich keine Wüstenbäume, die es hier hat. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich habe den Geier am Arsch. Das ist ja echt übel groß. Ja. Und vor allem, wenn es so heiß ist, ne, dann verbrennst du ja quasi die Hydration ohne Ende. So, aber da drüben, da kommt jetzt richtig viel Wald, also das sollte keine Wüste sein. Ja, denke ich auch. Da ist grün, jawohl, das sieht gut aus. Da ist schön grün da hinten. Ich hab einen Geier am Hintern. Ja, hast du. Aua! Oh, verdammt! Schnell raus hier! Was ist denn? Nicht in die Richtung fahren, Alter, nicht in die Richtung fahren. Warum nicht? Radiation. Oh. Ah, verdammt, warte. Wo ist der Geier? Oh, da ist er. Hier ist ein Wildschwein. Oh, Scheiße. Jetzt kommen hier die ganzen scheiß Zombies zu mir, ist ja super. Schnell weg. Wo ist der Aldi? Zu mir, ich hab hier das Wildschwein. Jo. Das sind noch ein paar dumme Zombies. Okay, dehydrated, ich muss was trinken, ey. Schmeiß mal die Crossbow Bolts auf den Boden. So, hast du noch? Na ja, okay, du hast wahrscheinlich auch keinen roten Tee mehr dabei, ne? Einen habe ich. Ne, ist zu wenig. Okay, also da unten ist. Ja, das ist Kartenende. Das ist verstrahlt, da können wir nicht hin. Sieht man auf der Karte, ja. 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 Mist, also den ganzen Spaß wieder zurück. Guck mal, wie groß das ist, ey. Das ist bitter, dass du das nicht siehst, dass da verstrahlt ist, wenn du da hinfährst. Das ist echt bescheuert. Ja. Ich fahr mal nach Nordwesten. Vielleicht haben wir da mehr Glück. So ein Mist, aber echt. Oh, das sieht mir auch. Das sieht mir auch böse aus, oder? Ah, wobei, nee. Na, der Zombie kloppt den Kaktus, ist sehr geil. Geiles Bild. Respekt. Ah, hier habe ich einen kleinen Fleck gefunden, wo es nicht so heiß ist. Da bleibe ich, da ist schön. Okay, es hat immer noch 30 Grad. Vielleicht bleibe ich da doch nicht. Aber da ist schön. Da ist Wald da drüben. Da gehe ich hin. Wahrscheinlich auch wieder verstrahlt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Nö. Nicht verstrahlt. Und auch nicht heiß. Aber jetzt bin ich wieder dehydriert. Ist das ja eine Wohnwagensiedlung? Ich muss jetzt dringend was trinken, ansonsten habe ich ein Problem. Da kommt ein Geier, ich habe ein Problem, oder?
Ja. Na dann, Geiers Geschichte, Gott sei Dank. Okay, Temperatur passt. Sei nichts zu trinken dabei, beschissen. Das sind einige Häuser. Lenkst du mit der Maus, Hobby? Ja. Ja. Drück mal die Maustaste, die linke. Ja, was jetzt ist dann? Mal. Ja, und dann? Also, wenn ich die linke Maustaste drücke, dann lenkt er nicht mal mit der Maus, sondern mit den Tasten. Stimmt, hast du recht. Also hier ist Wald, Waldgebiet. Ja, hier ist ja gar nicht schlecht eigentlich, Wald ist gut. Jetzt brauchen wir bloß noch Wasser, ich brauche nämlich ganz dringend was. Hast du nicht zu trinken? Den Kaffee zählt nicht. Ja, komm her, ich hab Wasser. Hier ist auch Wasser, in einem Haus. Pool. Ich komme, also ich würde sagen, hier ist schon mal ein gutes Gebiet. Da ist gut. So, da ich bin. So, ja, bin da, Aldi. Danke. Auf der Karte auch ein Haus mit Wasser direkt vor uns. Da rechts von uns. Da ist, wo der Zaun ist. Jo, da ist ein Pool, genau. Also hier in dem Gebiet könnte man was Schönes bauen, finde ich. Da ist schön Platz. Da sind Gebäude. Da ist Wasser. Da ist die Wüste nebendran, wo man vielleicht auch noch Öl graben kann oder sowas. Mhm. Und Trader ist halt weit weg. Findest? Ja, schon. Ja, stimmt. Ja, Trader ist ein Stück weg, ja. Oder mit dem Job rein. Wo willst du rein? In den Shop. Das ist kein Shop. Große Gebäude heute. Bibliothek, Kindergarten oder sowas. Irgendwas. Ach, sowas. Ja, ja. Daycare, ah ja, Daycare. Eine Tagesstätte oder sowas, ne? Ja. Jo, schauen wir da halt rein. Aber nicht ohne vorher einen Beutel zu machen. So. Na dann. Ja, rein da, auf geht's. Na, hier ist ja hübsch. Von dir, Patrick. Hier schon, ja. Ich hab mal einen Feralen abgekriegt. Rechts von dir, Patrick. Ja, ich hab's gesehen. Kommt, da klopft noch einer. Ja, ja, da klopft da hinten. Üble Gegend hier, ne?
Völlig unentspannt, die Burschen. Ja. Mit Säure. Jawohl. Haufen zum Essen. Jawohl. Ja, wenn es ums Essen geht, dann hörst du den Alten gleich, ne? Oh, ein Wässerchen. Was, ein Wässerchen? Ja. Oh, ein leeres Glas. Da wie ja, er ist der, der so rumlärmt hier. Schau an. Ich habe 82 Fleisch hier so bei mir, stelle ich gerade fest. Kann man mal so mitnehmen, ne? Leute, sollen wir kurz eine Runde Loot-Tetris machen? Also, pass auf. Electrical Parts, Papier, Mechanical Parts, Iron, Iron Pipes, Raw Iron, Kohle, Lead, Nitrat, Leder, Animal Fat, Knochen und Iron Crossbow Bolts, aber die schmeiße ich euch dann hin. Ich nehme leere Gläser. Okay, hier viel Spaß. Und hier Iron Crossbow Bolts. Zack. Und Electrical Parts. Jo. Gerottetes Fleisch. Habe ich Kinds. Farbe habe ich noch. Gas kennen, Aldi für dich? Ja. Hier. Gut, wenn sonst keiner mehr was braucht. Ich muss schon wieder was trinken, das glaube ich gar nicht, Alter. Das hat so gut funktioniert in der letzten Folge und jetzt wieder nur am Saufen, du echt. Oh. Jetzt habe ich wieder nichts mehr. Ich habe zwei Kochtöpfe gefunden. Wir können dann die leeren Gläser auffüllen und kann dort mal schnell was abkochen. Baldi, du hast die Gläser, gell? Ja. Achtung, ich schmeiß hin. Und falls jemand nochmal so zwei Wässer oder so übrig hat. Ich habe gesagt, wir müssten mal Wasser holen. Ich dachte, ihr habt den Pool gefunden. Ja, der ist da drüben, der Pool. Flitze ich eben schnell rüber. Ja, soll ich schnell ein Campfire machen? Glaube ich schon. Achso, du hast schon. Okay, gut. Wo ist es? Ah ja, gut. Okay, in der Zwischenzeit. Ist auch schon drin. Kochtopf ist auch drin. Gut, in der Zwischenzeit kann ich hier das Auto auseinandernehmen. Mein Gott, ist das laut. Das ist nochmal so eine Kindertagesstätte. Wie viel Asset hast du gefunden, Patrick? Zwei. Zwei okay. Stück, ja. Gut, das ist ein Reifen. Immerhin. Habe ich was für einen alten gefunden? Pilzsamen. Da freut er sich bestimmt. Ah, toll. Bin ich in den Pool extra nach diesem scheiß Rucksack getaucht. Und natürlich nichts drin. Tja. Aber dafür hattest du eine schöne Erfrischung. Das stimmt. Ich bin schön nass jetzt, ja. Ja. Immer positiv bleiben. Ja. Wie viele leere Gläser hast du denn dabei gehabt eigentlich? 31. Okay. Headlight, Press Radiator, nice. Wo ist das Feuer? Da, hinter dir. Irgendjemand klopft hier schon wieder. Yes. Ich hab Gas kennt, Aldi. 262 hier.
Danke. Ich schnapp mir schon mal zwei Wässerchen, ne? Oh ja. Dankeschön. Hier gibt's viele Gebäude zu looten, ey. Das Hochhaus sein, das ist spannend. Im Nordosten. Ich glaube um 15 Uhr, das wird sie heute nicht mehr ausgehen. Naja, nee. Das wird halt nichts mehr, nee. Heute nicht. So, wir können dann eins für die größeren Häuser noch machen, hätte ich gesagt. Dann retour. Ja. Welches? Welches Schwein da hätten sie denn gern? Wie ja, gesagt, schauen wir da nur in die Kindertagesstätten rein. Vielleicht finden wir da auch noch mal so eure. Ja, wieso nicht? Da kommt ein Viech auf uns zu. Ja, das ist was. Perfekt. Jetzt, hör auf dich zu bewegen. Kaputt. Na dann. Hol ich mir. Habe ich gleich zerlegen. Jo. Zu Befehl. Iron Crossbow Bolts hier, zwei Stück. Sind von wem? Mir. Gut, 114 Fleisch habe ich. Tipptopp. Das sollte eine Weile reichen. Da kannst du wieder was Schönes kochen, Aldi. Mach ich gerne. Das freut uns. Du mal deinen Hintern da wegschiebe. Sowas. Gibt's soweit. Uah, mein Gott. Ne, 8-mal Stahlbarren, meine Herren. Sehr gut. Jo, finde ich hoch. Das ist nicht mehr Tipp, ja. Aua. Oh je. Spider. Das war schön, der ist direkt auf mich zugeflogen und hat sich dann einen dicken Schuss eingefangen. Ah, herrlich, diese sinnlose Gewalt, Freunde. Wunderbar. Kein Glück. Nein. Und da ist noch mehr dicker. Jo. Na sowas. Oh, zum bist du vorbeigerannt. Hab ich was? Ich hab dir den weggenommen oder was? Ne, Entschuldigung, wollte ich nicht. Hey, jetzt hast du Glück gehabt, dass ich die nicht getroffen hab. Ja, ich schmeiße hier wieder Crossbow Bolts hin, Achtung. Drei Schematics gefunden. Da sind nochmal zwei.
16.30 Uhr, meine Herren. Nur so zur Info. Ja. Noch ist Zeit. Ja, Sapperlot. Leon Gläser. Was war das? Eine grüne Turnschuhe gefunden, falls jemand braucht. Das grüne? Und eine Sonnenbrille. Naja. Drei Schematics habe ich. Eine Sonnenbrille, cool. Den brauchst du? Ja. Eine Scrap Plating Schematik habe ich gefunden. Eine Advanced Muffled Connector Schematik. Und eine Barrel Extender Schematik, was auch immer das hier müsste. Ich wollte gerade sagen, wenn du mir noch sagst, wofür das gut ist, dann. Das eine könnte für einen Patrick gut sein, weil der ja Rüstung macht. Das kann sein, ja. Ich nehme es erstmal mit. Okay. Ich habe das Lagerfeuer leer gemacht. Ja. Und lass es aber stehen. Ja, lass stehen, genau. Mit einem Kochtopf drin, den Rest nehme ich mit. Ja. Okay. Sollen wir dann von hier Richtung Hemet? Richtung Heme. Direkt nach Hause. Wir können natürlich auch von hier direkt nach Norden fahren, dann kommen wir zur Post, dass wir die Karte noch ein bisschen aufdecken, ne? Genau machen, nach da verbringen, was? Ich hab zwar nichts zu essen mit. Nicht das, schon zur Post und dann halt nach rechts nach Hause. Achso, ja. Und das mal für die Karte ein bisschen aufdecken. Also wenn wir von hier jetzt direkt nach Norden fahren. Nur so als Idee, wir müssen nicht, um Gottes Willen. Wann ist denn eigentlich der nächste Airdrop? Boah, Alter, dieses Fahrrad macht mich fertig, ey. Jo. Scheiße, nee, da fahre ich jetzt nicht hoch. Das ist mir zu blöd, da fahre ich hier schräg. Geht einfacher, Patrick. Mir gefallen die Hochhäuser. Da gibt es bestimmt viel zu holen. Oder gar nichts. Oder gar nichts, genau. Ist ja nicht so, dass man das nicht auch schon erlebt hätte, ne? Dass es eine Tüte nichts gibt. Och, dieses Fahrrad. Allerdings. Mach mich fertig hier, echt. Oh, ich glaube, hier waren wir schon mal, ne? Nee. Nicht? Okay. Nee. Ich hätte gedacht, hier ist auch ein schönes Gebäude rechts, ja. Ein Parkhaus? Ein Parkhaus, ja, genau. Findet man kaum noch, gell? Die gab es früher in Random Gen viel öfter. Wir haben wieder einen Geier hinter uns. Hier ist Mais, aber verdorrt. Teil. Da ist eine schöne Baustelle, Alter. Ist genau das Richtige für dich. Aber ich glaube, das war das, wo wir schon mal waren. Okay, jetzt fahren wir genauer auf. Ne, hier waren wir noch nicht. Okay, jetzt fahren wir wieder direkt nach Hause. Okay, mit. Hm? Ja, ich einfach über den Haufen fahren hier. Ich fahr dich nicht über den Haufen. Ja, doch. Der scheiß Geier hinter mir regt mich auf. Nee, hier waren wir noch nicht. Hier ist noch nichts aufgedeckt gewesen. Gut. Rechts ist ein Militärcamp. Ja. Alter, wir sollen überall noch rein, ey. Ja, klar, logisch. Wenn du mir eine Klimaanlage mitnimmst, komme ich da mit. Dann nimm dir doch roten Tee mit. Ich kann ja gar nicht so viel roten Tee saufen. Du bist ja nicht aufs Klo, wa? Ja, eben. Huch. Ein Huhn. Ist mir wurscht. Ich glaube, wir haben fürs Erste genug Fleisch. Ja. Oh,
Tommy, du hast nicht mehr den Geier hinter dir. Ich weiß, ich werde nicht los. Deswegen, ich fahre da schon die ganze Zeit zickzack, dass der mir nichts kann. Jetzt ist er weg. Ah, er kommt noch immer. Natürlich. Aber er ist einigen Abstand hinter dir. Da höre ich einen anderen Radler. Das wird doch nicht der Patrick sein. Doch, ich bin links von dir. Oh, das da drüben ist eine lustige Wanderer, oder? Ja. Allerdings wandert die nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie der Wandertag ab Klasse 5. Dann ab Klasse 1 bis 4, da ist man noch richtig zum Wandern gegangen und danach ist man bloß noch irgendwo hingefahren mit dem Zug. Ja. Man hat seinen Hintern faul durch die Gegend kutschieren lassen und das Ganze nannte sich dann Wandertag. Naja, Das war dann auch ein bisschen merkwürdig. Mensch, hier ist ja schön. Wer wohnt denn hier? Ist auch ein schöner Garten. Schon angepflanzt und so. Sogar mit Gärtner. Da ist ein Preis inbegriffen. Das ist aber nett. Fürs Foto. Echt freundlich. So, jetzt aber. Mann. Okay. Boah. Total überladen hier. Und ist alles fertig im Garten, oder? Ja. Schön. Das ist nicht schlecht. Scheiße, Inventar ist voll. Gibt's doch gar nicht. Loot Messi. Das kann ich jetzt gar nicht aufnehmen. 180 Fleisch haben wir, Freunde der Sonne. Das ist dick. Komm mal einer her, ja. Ich bin noch ein bisschen überladen. Ich hab null Platz. Hört, müsste reichen. So. Ja, der Zwar kann ich schon nehmen. Taubi! Ja! Was los? Ich kann jetzt versuchen, nicht mehr aufnehmen. Was, du kannst keine Sachen mehr aufnehmen? Nein. Ja, bin auf dem Weg. Zum Alten oder wohin? Ja. Zum Beet. Jawohl, zu Befehl. Bitte. Stopp. Ah, da, schau an. Und jetzt? Ach, das ist ja das Klump hier. Schau an. Performance Running Shoes. Alter, sollte das jetzt das Zeug fürs Beet noch geben, oder? Zusammen, ja. Decrease Stamina Loss bei Sprinting. Ja, cool. Das ist ja nicht schlecht. Ja. Ein Kommentar war ja auch, wir sollen unsere Waffen mal mit Mods aufpimpen, ne? Mhm. Könnte man gegebenenfalls auch mal drüber nachdenken, dass man sich da ein bisschen stärker macht. Also ich habe in der Shotgun habe ich eine Mod drin, die ein bisschen mehr Reichweite macht. In der Fire Axe habe ich so eine Bladed Dings drin. Ich weiß bloß nicht, was die genau macht. Der hat einen Haufen Mods, ich habe gar nichts. Achso, 15% mehr Schaden bei Holz. Okay. Und im Sledgehammer habe ich eine Mod drin, der die Haltbarkeit ein bisschen steigert. Also, wir haben oben in der einen Kiste haben wir ja Mods drin.
Du hast das so ein Ding, so ein Silencer, meine ich, dass deine Schusswaffen leiser sind, aber das geht nicht bei der Shotgun. Aber ich glaube, bei der Pistole geht es mit Sicherheit. Dass das Ding einfach leiser ist. Achso, halt, Moment, genau. Es ist ja noch gar nicht so dunkel, ne? Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Da kann man noch ein bisschen draußen Gassi gehen. Patrick schaufelt schon wieder. Ja, wir haben nicht mehr viel. Patrick, du alter Totengräber. Gräbt Ja, da alles um irgendeiner muss hier. dafür sorgen, dass wir Leben kriegen. Was hast du denn da? Das einzige immer Plantfibers. bin ja, was mit einer Schaufel herumrennt. Ja, ich hab keine. Der Kiste ist noch eine. Haben wir noch eine in der Kiste, echt? Habe ich sogar. Gut. Wenn nicht, ich kann dir gerne eine herstellen. Ja, bitte. Da habe ich ja gar kein Problem damit. Ich habe auch schon 100 Spikes hergestellt, ne, mit dem Holz, was ich letztens gesammelt habe. Dass wir da zumindest auch wieder ein bisschen vorbereitet sind. Möchte ja nicht, dass der Eindruck entsteht, dass der Haube eine faule Sau ist. Gottes Willen. Na, wir denken so weit. Nur ein bisschen vielleicht. Macht immer Fotos und lässt die anderen die Arbeit machen. Genauso habe ich mir deinen Alltag vorgestellt. Ja. Jetzt ist es raus, meine Damen und Herren. Das ist schon wieder so eine XXL-Folge. Wir haben wieder nicht aufgepasst. Naja. Ich glaube, du musst ein bisschen mehr verbrachten. Ja, wirklich. Ja, so geht's nämlich nicht. Waren schon lange keine Wölfe mehr da, ne? Ja, pst. Achso, Entschuldigung, ja. Das mit dem K, oder? Ja, das auch. Ich sag Also nix. mit Kaffee können wir uns jetzt totschmeißen und Kartoffeln hoch. Ja, haben wir so viel. Ja. Da kochen wir was Schönes. Machen wir so einen richtig fetten, leckeren Stew oder sowas. Oder dieses Steak mit dem Pommes. Oh, das ist ja lecker, lecker. Marek. Hey, wer grabt mich dazu? Ich nicht. Das ist ein falsches Spiel, ne? Wir sind ja nicht bei Graveyard Keeper, lieber Patrick. Die Stimmung so hier mit Sonnenuntergang und so, die finde ich total hübsch. Da muss man sie Schön auch mal gemacht. loben, ne? Nicht immer bloß Ja. draufhauen, sondern da muss man sie auch mal loben. Nee, haben sie prima hingekriegt. Die haben das Spiel verhunzt, aber das haben sie schön gemacht. Brav, super Leute. Jetzt wissen wir, wo die Prioritäten sind. Der Alpha 77 dann, ne? Alles wird gut. Habe ich alles gesetzt, tatsächlich, schauen. Hallo. Guten Tag. Wollen das Tier fett Du hast noch 20 Minuten, Patrick, ne? Ja. Gut. Wollte ich nur sagen. So, was suchst du, Tierfett? Nee, aber ich Das gefunden. ist Habe ich ganz schon oben. Ah ja, ich gefunden. Ne?
Beine, die Headlight, oder? War die da oben drin? Da haben wir sie, genau. 10 Headlights, jawohl. So viel Brass, was machen wir denn mit dem ganzen Brass eigentlich? Entschmilzen. Könnte man auch, gell? Verbrassen. Es war klar, dass das jetzt kommt. Verbrassen. Das war natürlich eine mega Steilvorlage. In der Tat. Oh, was trinken? Gute Idee. Ich muss mich da echt mal ein bisschen besser vorbereiten da. Ja, also das ging euch schon mal besser mit dir. Mhm. Brusthaare wachsen dir bei dem Sham Chowder. Oh, sehr männlich. Da frierst du eigentlich nicht mal so leicht, Haubi. Soll ich mal so eine Dose essen? So. Dose? Also, ne, so Pfirsich und so? Ja, kannst du ruhig machen. Ist gesund. Lecker gezuckerte Dosenpfirsiche. Feine Dosenpfirsiche. Ah, ich tue die Säure in die Toolbox. Mhm. Kommt eigentlich ganz oben rein, aber macht nichts. Gut. So, brauchen wir da Forge Iron. Na, jetzt Scrap Polymer, Öl und Kohle. Funktioniert das mit Moment, wir brauchen noch ein Acid. Patrick? Ja. Gute Nachrichten. Wir brauchen nur noch ein Acid. Okay. Bobby hat sich falsch erinnert. Du könntest aber jetzt theoretisch noch einen Moped herstellen. Ich kann noch ein Moped herstellen, ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie funktioniert das mit dem Mod? Ah, du musst den Gegenstand ins Inventar nehmen. Musst draufklicken, dann hast du oben im Menü so einen Punkt Modify. Ausrüstung per Hand Modify, ja. Genau, da klickst du drauf, dann geht ein Fenster auf. Und dann müsste der Mod so eine grüne Färbung haben oder sowas. Die ich da einbauen kann. Ja, die da reinpassen, die haben dann so eine grüne Färbung. Das muss man ja so ein Mod.
Okay. Und dann kann ich den reinziehen. Und dann einfach Shift-Click auf den Mod. Wenn ich den verbaut habe, kann ich den wieder entbauen? Oder ist er für immer weg? Du kannst den wieder rausnehmen. Ganz normal, der ist links in der Liste Modifiers drin und nimmst du, kannst du rausnehmen und ganz normal, ja. Da funktioniert das. Was hast du jetzt gemoddet? Gar nichts. Okay. Keine Ahnung, was ich modden soll. Da kriegst du die Modden durch. Ehrlich. Na gut, aber du, wir sind bei 56 Minuten, jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt langweilen wir die Zuschauer. Jesus, na. Also liebe Zuschauer, mea culpa für die langweilige Folge an Tag 18. Es beginnt Tag 19 dann wieder mit dem Alten und dem Patrick. Aber für heute Schluss, ne? Bis dann, bis neulich. Bis neulich, genau, bis neulich. Ciao.